Hi, ich begrüße euch in meiner Praxis für Sportheilkunde Ernährungsberatung in Velten. Heute mal nicht als Heilpraktiker und Schmerztherapeut, sondern als Trainer für den TSV Berlin-Wittenau. Ich stehe für Kraft- und Koordinationstraining und wer mich kennt, weiß, dass ich das liebe, euch auszupowern, aber heute nicht. Warum brauchen wir also nicht diese großen Trainingsgeräte? Ganz einfach. In dieser dreiteiligen Videoreihe trainieren wir die kleine Kraft. Die kleine Kraft ist eine Kraft, die wir aufwenden in verschiedenen Winkeln. Und ich verspreche euch, auch wenn ihr muskulär sehr stabil seid, auch für euch wird es eine Herausforderung werden. Wir unterteilen diese drei Videos in oben, Mitte und unten. Das liegt nah. Die Videos drehen wir in Echtzeit. Ihr benötigt also keinen extra Timer. Und von den Sportgeräten solltet ihr die meisten zu Hause haben. Unser Hauptsportgerät sind zwei Knautschbälle. Noch eine Kleinigkeit, für diese Videos braucht ihr nicht aufgewärmt zu sein. Das erledigen wir gleich automatisch mit. Die Kamera läuft. Okay, dann lasst uns starten. Wir brauchen zwei Knautschbälle, mehr erst einmal nicht. Wie immer beginnen wir ganz soft. Da ich ein fauler Mensch bin, habe ich mir einen leeren Tisch direkt unter meine Bälle gestellt. Ihr werdet später merken, das kann durchaus Sinn machen. Wir beginnen mit den Knautschbällen ganz simpel, indem wir erst einmal die Bälle hochwerfen. Das Hochwerfen ist jetzt noch nicht ganz spektakulär, kann aber schon bei dem einen oder anderen dazu führen, dass vielleicht ein Ball runterfällt und man sich bücken muss. Das nennen wir Bücksport. Und das gehört dazu. Okay, wir steigern das Ganze, indem wir über Kreuz werfen und fangen. Idealerweise sollte das gleichzeitig geschehen. Einige versuchen mit den Augen die Bälle zu verfolgen. Das ist meistens anstrengend. Lasst es sein, schaut einfach geradeaus. Stellt euch vor, ihr lächelt mich an, ich lächle zurück und wir haben dabei ein bisschen Spaß. Okay, auch diese Geschichte ist nicht wirklich spektakulär. Deswegen steigern wir das. Wir werfen die Bälle wieder parallel hoch und fangen sie. Diesmal achtet ihr darauf, dass die möglichst die gleiche Flughöhe haben. Die Übung ist jetzt ganz simpel. Parallel hochwerfen, über Kreuz fangen. Parallel hochwerfen, über Kreuz fangen. Parallel hochwerfen, über Kreuz fangen. Ihr seht, das ist total lustig. Und nach zwei, drei Missglücken ist diese Geschichte unheimlich simpel. Nein, das war eine kleine Lüge. Es ist definitiv schwer. Und es geht auch gar nicht darum, diese Geschichte zu können. Es geht definitiv darum, diese Geschichte zu probieren. Und ihr werdet sehr schnell merken, durch die Kombination von Hirn und ein bisschen Bewegung wird euch jetzt schon warm werden. Okay. Puh, das war schon ganz schön anstrengend. Dann schlage ich vor, erholen wir uns ein bisschen im Sitzen. Wir stützen die Ellenbogen ab und lassen unsere Bälle ein bisschen durch die Finger gleiten. Das ist nicht weiter anstrengend, aber es geht darum, so ein bisschen die Fingermuskulatur zu trainieren, vorzubereiten auf das, was kommt. Der nächste Schritt ist das klassische Knautschen. Lasst uns einfach mal die Bälle knautschen. Das ist immer ganz spannend zu schauen, inwieweit wir diese durchdrücken und wie anstrengend es im Laufe der Zeit wird, obwohl es ja nur ein bisschen Schaumstoff ist, was wir zusammendrücken. Okay, der nächste Schritt ist, wir nehmen die Bälle in unsere Handfläche und pressen die Handflächen gegeneinander. Jetzt heben wir die Ellenbogen aber ab und schauen, dass wir die Bälle zusammenpressen. Und wir pressen und pressen. Und pressen, und pressen, und pressen, und pressen. Und wenn ihr merkt, dass ihr jetzt schon anfangt zu zittern, dann ist es ein gutes Zeichen, das sind eure Muskeln, die arbeiten. Und es sind immer noch nur Schaumstoffbälle. Und wir lösen langsam wieder. Atmen einmal tief durch. Ein bisschen ausschütteln, das passt. Okay, vielleicht merkt der ein oder andere das jetzt schon so ein bisschen im Ellenbogen oder im Handgelenk, vielleicht auch in den Fingern.
Das ist völlig in Ordnung. Und wir erhöhen ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Jetzt pressen wir die beiden Bälle nicht mit beiden Handflächen zusammen, sondern wir nehmen die beiden Bälle in unsere Finger und pressen die Bälle zusammen. Schön pressen. Die Finger pressen den Ball zusammen und beide Hände werden gegeneinander gepresst. Und weiter. Und weiter. Und weiter pressen. Jawohl. Und wir genießen das Zucken. Sehr schön. Und wir halten noch ein bisschen und wir versuchen weiter zu lächeln und lösen langsam wieder auf. Atmen einmal tief durch. Das war jetzt schon ziemlich anstrengend. Wir sind aber mit den Fingern noch nicht fertig. Für die, die nicht genug kriegen können, setzen wir noch eine oben drauf. Wir nehmen die Bälle zwischen Daumen und Zeigefinger und pressen sie wieder zusammen. Pressen, 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 schön pressen und halten. Halten, schön halten, halten, bis wieder alles anfängt zu zucken und zu zittern. Und halten. Und wir lösen wieder auf. Und wechseln auf den Mittelfinger. Und pressen, pressen. Das ist völlig normal, wenn der ein oder andere Finger komische Sachen macht. Hauptsache, die Mittelfinger und Daumen pressen zusammen. Und pressen, pressen. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr Unterstützung kriegt von dem Zeigefinger oder dem Ringfinger, versucht ihn wieder abzuspreizen. Und wir lösen wieder auf. Wir nehmen den Ringfinger. Jetzt wird es schon ziemlich sportlich und ihr macht natürlich immer nur so weit, wie es für euch noch okay ist und nicht die Fingergelenke auskugelt. Also schön drücken, drücken, drücken und genießen. Jawohl, wir halten wieder. Wir halten und halten. Und jetzt die Königsdisziplin. Daumen und kleiner Finger. Pressen, pressen, pressen. Auch das geht. Und weiter. Ich weiß, das Gesicht, das ist jetzt schon nicht mehr so nett und glücklich. Aber wir pressen weiter und wir halten. Halten, halten und wir lösen auf. Puh, sehr schön. Spätestens jetzt, wo die Schmerzen kommen, fragen sich einige, darf das überhaupt wehtun? Ist das überhaupt gut für mich? Vielleicht habe ich Arthrose oder meine Gelenke sind nicht mehr ganz in Ordnung. Doch, das ist gut. Und zwar ist es deswegen gut, weil wir endlich wieder alle Glieder bewegen, was wir sonst im Alltag in der Regel nicht mehr tun. Die Hände vielleicht, aber die meisten sitzen im Alltag in dieser Position. Vielleicht etwas übertrieben, aber wir haben die Maus hier, wir haben das Telefon, Smartphone, Tablet, PC, aber dass wir wirklich mit den Fingern arbeiten, das ist im Prinzip recht selten. Egal ob im Job oder im Alltag. Und deswegen machen wir so ein paar Übungen, die genau darum gehen, dass wir wieder in die Bewegung kommen, die wir sonst nicht tun. Warum? Weil die Gelenkwinkel erweitert werden und das gesamte Gelenk wieder gut versorgt wird mit Gelenkschmiere. Und da kann es durchaus mal wehtun. Wichtig ist dabei, dass ihr das immer so macht von der Intensität, dass ihr noch lächeln könnt, dass es euch noch gut geht dabei und dass ihr euch nicht überfordert. Es kann übrigens auch in den Fingern Muskelkater geben. Vielleicht werdet ihr das merken. Wir erweitern die Übung. Wir gehen von den Fingern zum Handgelenk. Dazu stehen wir auf. Legen die Bälle vor uns auf den Tisch und rollen erstmal einfach nur ganz soft von den Fingern über die Handinnenfläche und wieder zurück. Das sollte jetzt kein großes Problem darstellen. Wir gehen jetzt mit den Handballen komplett auf die Bälle. Das sieht dann in etwa so aus. Die Ellenbogen sind gestreckt. Und wir nehmen den Oberkörper als Schwerkraft und lassen uns auf die Tischplatte senken. Jetzt merken wir vielleicht schon einen bestimmten Druck, aber damit wir diese Übung korrekt ausführen, ist es wichtig, die Ellenbogen gestreckt zu haben. Und wer einen Luftballon zur Hand hat, wird den jetzt dafür gut einsetzen können. Wir nehmen uns den Luftballon, zufälligerweise vom TSV Berlin-Wittenau, packen ihn zwischen unsere Arme und nehmen wieder die Bälle, wie eben, in die Hände und drücken. Und das Wichtige jetzt ist, dass wir
die Ellenbogen durchstrecken. Und ihr seht, hoffentlich, dass dadurch auch der Ballon ein bisschen mehr gepresst wird. Diese Geschichte sollte jetzt noch nicht so dramatisch sein, weshalb wir natürlich noch eine oben drauflegen. Die Hände sind jetzt ja noch relativ frei beweglich. Wie wäre es denn, wenn wir die Fingerspitzen aufsetzen? Und jetzt nicht nur mit den Handballen auf den Tisch drücken, sondern auch alle Finger gleichzeitig. Und wir drücken, wir drücken, wir drücken, wir drücken, wir drücken und halten. Schön halten, aber nicht mehr mit den Fingern die Tischplatte zerkratzen. Und jetzt schieben wir den Oberkörper ein Stück weiter nach vorne. Der Druck auf die Handballen bleibt. Und wir spüren vielleicht im Handgelenk einen Zug. Das ist nicht schlimm. Macht es immer so weit, wie es euch damit gut geht. Und wir halten wieder. Und jetzt nehmen wir wieder die Finger. Wir pressen die Fingerkuppen in den Tisch. Wir pressen den Handball auf den Ball. Und pressen. Und pressen. Und pressen. Und pressen weiter und lösen langsam wieder auf. Hui, das war schon ein bisschen anstrengender. Wir nehmen jetzt die Hände wie eben, legen sie aber andersrum. Das heißt, die Handballen zeigen jetzt vom Körper weg. Oder aber auch andersrum ausgedrückt, die Fingerspitzen zeigen zu den Beinen. Okay. Welche Varianten habe ich? Wie kann ich diese Übung vereinfachen oder verschweren? Diejenigen, die jetzt ein paar Schwierigkeiten haben und merken, dass es ganz schön zieht, die verringern den Abstand zwischen den Fingerkuppen und den Beinen. Dadurch wird das Ganze deutlich entspannter. Diejenigen unter euch, die jetzt schon sehr beweglich sind, die können durchaus den Oberkörper weiter nach hinten nehmen und den Abstand zwischen den Fingerkuppen und den Beinen erhöhen. Wem das jetzt schon gereicht hat, der überspringt diesen Teil, genießt, dass er einen kleinen Moment Pause hat. Die anderen nehmen sich wieder die Bälle, packen sie wieder in die Handinnenfläche, nehmen die gleiche Position ein wie eben, die Finger zeigen zu den Beinen und jetzt positionieren wir den Ball so, dass er genau unter dem Handball liegt. Und jetzt drücken wir runter. Und diese Geschichte ist schon ziemlich anspruchsvoll. Auch hier halten wir wieder und halten und halten. Okay. Das machen wir wieder so ein paar Sekunden. Idealerweise so 20 Sekunden, vielleicht auch 30 Sekunden. Ich habe keine genaue Stoppuhr, aber irgendwann merken wir, das ist schon ganz schön anstrengend. Und dann ist so ein bisschen auch der Wunsch, aus der Übung rauszugehen. Versuch durchzuhalten. Hinterher, glaubt es mir, fühlt sich das richtig gut an, wenn man durchgehalten hat. Okay, wir steigern die Übung und bleiben in dieser Position, aber pressen jetzt wieder die Finger. Wir pressen die Finger. Finger rein in die Tischkanten, richtig die Fingerkuppen in den Tisch und wir pressen den Ball runter und pressen und die Finger und halten für 5, 4, 3, 2, 1 und wir lösen nicht auf. Wir bleiben in dieser Position, aber die Finger pressen nicht mehr, die Handballen bleiben unten und wir gehen jetzt mit dem Oberkörper ein Stück zurück. Wow, da geht noch eine ganze Menge. Ich weiß, der Zug nimmt zu, aber es ist schön, wenn der Schmerz wieder nachlässt. Wir bleiben in dieser Position, gewöhnen uns daran, dass wir wieder einen größeren Bewegungswinkel erreicht haben und spüren einfach rein, ist das Handgelenk schön gestreckt, ist der Ballen schön gedrückt, sind die Ellenbogen durchgestreckt und vor allen Dingen achtet mal drauf, friert ihr noch? Ist euch kalt? Ich schätze mal nicht. Okay, jetzt wieder. Ballen presst und die Finger pressen,
pressen in die Hand, in die Handkante. Oh je, jetzt wird schon schlimm. Wir pressen in die Tischkante, die Finger in die Tischkante und weiter pressen. Ballen und Finger für 5, 4, 3, 2, 1. Nicht mehr pressen. Und ein letztes Mal vergrößern wir die Dehnung, indem wir den Oberkörper noch ein Stück zurücknehmen. Achte darauf, weiter den Ball runter zu pressen und zu pressen, zu pressen. Ich weiß, manchmal sind so die Momente, wo man denkt, warum tue ich mir das an? Glaub mir, es fühlt sich gut an. Vielleicht nicht jetzt, aber hinterher. Und ein letztes Mal pressen wir die Finger in die Tischkante und pressen die Handballen runter. Und Finger und Ballen und pressen, weiter pressen für 5, 4, 3, 2, 1. Und wir pressen nicht mehr. Und langsam, langsam kommen wir aus der Übung wieder raus. Wir behalten die Handposition bei und ziehen die Fingerspitzen runter und heben die Arme bei gestreckten Ellenbogen und Finger runter und zieht, zieht, zieht und locker. Oh. Wow. Okay, das war anstrengend. Das ging richtig auf die Gelenke, aber nach kurzer Zeit wird das Ganze viel freier und fühlt sich echt gut an. Das muss man sich nur oft genug sagen. Irgendwann glaubt man es. Zumindest so lange, bis man es dann auch anfängt zu spüren. Sehr schön. Okay, das war schon mal eine richtig gute und tolle Steigerung. Ich schlage vor, dann machen wir einfach weiter. Wow. Okay. Finger, Handgelenk, Stück weit die Ellenbogen. Haben wir jetzt schon relativ gut bearbeitet. Gehen wir noch zum letzten Teil von oben unseren Schultern. Wir nehmen wieder unsere beiden Bälle. Diesmal nicht quetschend, noch nicht. Wir nehmen den Tisch und gehen ein Stück weit zurück. So weit zurück, dass die Bälle noch auf dem Tisch liegen. Wir aber Platz haben, vielleicht mit dem Kopf an der Tischkante vorbeizukommen. Vielleicht, wir wollen mal schauen, wie weit wir beim ersten Mal kommen. Ihr könnt das Video immer öfter anschauen. Ich werde euch gleich nicht mehr sehen können, aber durch das Mikro sollte ich noch gut zu hören sein. Und versucht auch, diese Übung so durchzuführen, dass ihr den Kopf nicht hochnimmt, um zu schauen, was ich tue, sondern versucht einfach, über meine Stimme die Übung weiter verfolgen zu können. Wir strecken also komplett die Arme nach vorne aus. Wir haben die Knautschbälle wieder in unserer Handinnenfläche. Der Oberkörper geht jetzt so weit runter, dass wir merken, dass es ein Stück weit anfängt, in der Schulter zu ziehen. Das kann bei den einen weiter oben sein, bei den anderen weiter unten. Und jetzt schaut ihr, inwieweit ihr die Arme ein Stück weiter auseinandernehmen müsst, um weiter runter zu können. Die sollten aber nicht weiter gehen als schulterbreit. Ich habe jetzt meine ein bisschen korrigiert und gehe noch ein bisschen mit den Füßen weiter nach hinten, weil ich das Gefühl habe, dass ich dann meinen Oberkörper noch weiter nach unten strecken kann. Wir gehen also in die Position, die uns sozusagen noch davon abhält, radikal weiter runter zu gehen und wo wir merken, dass es schon anfängt zu ziehen. Bei einigen kann das auch unten im Rücken ziehen, da kümmern wir uns im zweiten Video drum. An dieser Stelle ist erstmal die Aufmerksamkeit an den Schultern. Gegebenenfalls natürlich auch wieder die Handgelenke und die Ellenbogen. Achtet drauf, dass alles schön gestreckt ist. Wir haben jetzt wieder eine Position gehalten, wahrscheinlich so 30 Sekunden, plus minus. Und wir werden jetzt wieder mit dem Pressen beginnen. Das heißt, wir pressen wieder den Ballen auf den Tisch. Der Ball dazwischen wird wieder richtig zusammengequetscht. Und wir pressen, pressen. Und bei mir fängt das schon richtig an zu zittern. Das zeigt, dass auch ich durch diese Corona-Geschichte nicht mehr viel gemacht habe. Aber es geht voran. Wir wollen wieder rangehen, wir wollen wieder was tun. Und das tun wir. Und wir lösen den Druck, aber nicht die Dehnung. Ganz im Gegenteil, wir können jetzt den Oberkörper deutlich weiter bei gestreckten Armen
nach unten bringen. Deutlich weiter. Und wir halten wieder inne. Wir atmen weiter. Und wer möchte, kann versuchen, ein bisschen zu singen. Wer das noch kann, hat definitiv noch Luft für mehr. Die anderen, denen die Gesangslust jetzt schon ein bisschen vergangen ist, naja, die versuchen einfach durchzuhalten, in dem Glauben, vielleicht aber auch schon in dem Wissen, dass es sich hinterher einfach gut anfühlt. Okay, in dieser Position wieder Aufmerksamkeit auf die Handballen. Und wir pressen die Hände wieder richtig auf den Tisch. Die Handballen wollen wieder runter. Wir zerpressen den Ball dazwischen und pressen und pressen. Wir pressen weiter. Für 5, 4, 3, 2, 1 und nicht mehr pressen. Aber wir bleiben in der Position und wir verstärken die Dehnung. Wir gehen mit dem Oberkörper noch weiter runter. So weit runter, bis wir jetzt sogar einen deutlichen Zug in der Wadengegend, in der Kniekehle, vielleicht auch in der hinteren Oberschenkelmuskulatur spüren, der Ischokoalmuskulatur. Vielleicht merkt ihr das auch in den Füßen, vielleicht im Nacken, vielleicht merkt ihr das auch einfach überall. Je nachdem, wo ihr eure Engpässe habt oder auch anders ausgedrückt, eure Bewegungseinschränkung. Und ihr seht, wir machen wirklich nur ein bisschen Krafttraining, aber dafür in Winkeln, wo wir normalerweise uns kaum mehr bewegen. Und an der Stelle jetzt, so tief unten wie wir sind, pressen wir nochmal die Hände auf den Tisch und pressen. Wir pressen, weiter und das zuckt alles und wir pressen weiter. Für 5, 4, 3, 2, 1. 0. Nicht mehr pressen und wir kommen langsam hoch. Die Hände bleiben nach vorne gestreckt. Die Daumen sind zusammen und wir kommen langsam hoch. Langsam hoch. Die Arme kommen hoch, der Oberkörper kommt hoch. Und wir strecken uns nach oben. Und die Arme bleiben gestreckt, die Ellenbogen bleiben gestreckt. Und über den Kopf nach hinten, richtig lang und nach hinten raus. Wir zeigen Bauchi, jawohl, und locker. Wow, wow. Wer jetzt also gemerkt hat, dass in dieser Position mit gestreckten Armen nach vorne deutliche Defizite vorliegen, der sollte diese Übung nicht nur regelmäßig machen, sondern auch noch die Winkel erweitern. Wie geht es? Im Prinzip genauso wie eben, nur dass wir uns jetzt nicht mit gestreckten, geraden Armen nach vorne positionieren, sondern ungefähr in einem 30-Grad-Winkel. Das heißt, wir bilden ein leichtes V und machen dann diese Übung genauso, wie wir sie eben gemacht haben, noch einmal. Und wer dann merkt, wow, das ist richtig gut, der macht die Übung noch ein drittes Mal, diesmal nicht mit einem kleinen V, sondern mit einem ziemlich breiten V. Das heißt ungefähr so 60 Grad. Und ihr werdet merken, dass hier im oberen Bereich und im oberen Rückenbereich bis runter in den Lendenwirbelbereich ganz andere Muskeln mit beansprucht werden. Und diese Geschichte kann ich nur jedem empfehlen. Macht sie vielleicht nicht alle drei Übungen hintereinander, aber durchaus vielleicht an dem einen Tag gerade, an dem anderen V. Und an dem dritten Tag weit auseinander. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg im Erkunden neuer Bewegungswinkel.